Hallo und willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Ich habe mich gerade entschlossen, ich gehe wieder auf die Polizeiwache oder zu Scotland Yard. Und schau, ob ich da ein bisschen was... Okay. Dann hätte ich mir diesen Besuch wohl sparen können. War hier noch irgendetwas? Nein. Werfen wir einen Blick da hinein. Was von der Seite des Unicorn Ship Logs. Page has been torn out. Ja und? Tja. Tja, aber wem konfrontiere ich da jetzt mit dem, mit der Eisenbahn, also mit diesen Tickets, diese Shapes of Noses. Das ist die Frage. Muss ich mich vorher entscheiden, ob Hurtley unschuldig ist. Terminus explained by the faction and the fact that he worked there as a girl. Motive for killing. Naja, Motiv hatte er dadurch irgendwie so ein bisschen, aber es passt nicht in das Gesamtkonzept. Da ist schon was Größeres dahinter. Ich glaube, der ist auch unschuldig. Bringt uns jetzt auch nicht weiter. All clues in the case. Wie jetzt? Ist das jetzt alles? Was soll ich, wenn er jetzt ein Motiv hatte, der Hurtley? Das passt ja nicht zusammen, eben. Ja, was, wenn es heißt, es ist nicht harmlos? This jealousy could provoked him into committing murder. Bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ich frage mich, warum. Warum habe ich nicht mehr zu diesem Seemann da jetzt? Moment, ich bin ein Idiot. Prisoners were made in order to recover the notebook that had been lying in a pool of a victim's blood. Nein, he's looking for his father's papers. Ganz blöd da herumgetan. Okay. Verändert es nichts an dem Ganzen. Was? Na? Wir haben einen Harpuner, aber warum sollte er ihn töten? Weil er weiß mehr.
Just a gardener. Also, Peter Carey wurde von Patrick Cairns umgebracht. Weil Cairns ist ein professioneller Harpuner. Harpunier, Harpun. Wie heißt es? Keine Ahnung, wie das Wort jetzt ist. Seine Tabaktasche. Wie sagt man? Gibt es ein Wort für Tabaktasche? Ich weiß nicht. Ich drehe keine Zigaretten. Aber sein Tabak wurde auf jeden Fall am Tatort gefunden. Patrick Cairns ist ein kaltblütiger Mörder. Bis. Killed, but he murdered was not premeditated. He was in self-defense against an armed and irrational drunken sailor. Also war es Notwehr oder war es irgendwie einfach kaltblütig geplanter Mord? Er könnte mit ihm gesessen sein und ein paar Drinks gehabt haben. Black Peter ist dann ausgerastet. Aber warum diese ganze andere Geschichte rundherum? Nur um irgendwie abzulenken? Das ergibt doch keinen Sinn. Der hat einfach getrunken mit dem. Ich glaube nicht, dass der schuldig ist, aber ich glaube bisher niemand. Von niemandem, dass der. Schuldig ist. Er kam ja nicht hinein. Warum? Nein, 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 nein. Er passt am besten in das Motiv von. Er hatte keinen Grund, dort zu sein. Das einzige wirklich tiefgehende Motiv. Nein, 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 nein. Jetzt sagen wir mal wieder: Es war ein Zufallstreffer. Es ist ein Mord aus Eifersucht, aber es macht doch keinen Sinn. Also warum sollte er mit ihm trinken? Der hat noch weniger Grund. Ach, es war schon der mit der Harpune. Das war der mit der Harpune. Ich glaube aber an sowas wie Notwehr. Ja, ich bestätige das jetzt mal. Mal schauen, was passiert. Am nächsten Tag.
Good afternoon. I must be at the wrong address. But I speak with the ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No. My name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug. His name is Wiggins, Inspector. Telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favorite. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible. But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. A thousand times thank you. Wie ihr die alle obschaselt. So, Peter Carey was murdered by Patrick Cairns, a professional harpooner, the only one capable of executing such an accurate throw. His tobacco pouch was found inside Carey's cabin, but the murder was in self-defense against an armed and furious drunken sailor and murderer, wie wir wissen. You have decided to absolve Patrick Cairns. Clues found 16. Conclusion, Cairns is guilty. Moral choice, absolve Cairns. Accept decision. Ich bin da ganz zufrieden eigentlich mit dem Outcome. Also, kann so bleiben. Warning, you are about to finish the case. The save files for this case will be removed. Press no if you would like to select another normal choice. Press yes if you agree with the choice you have made and you are ready to start a new chapter. Ja, ich würde sagen, im Leben kann man auch nicht einfach mal eine andere moralische Entscheidung machen. Und so spiele ich eigentlich auch Adventures oder sonstigen Stuff. Also, yes! Your ranking, sympathizing. Ich gehöre zur Masse. Wie dem auch sei. Ich würde sagen, dann
war es das, glaube ich, mal für den ersten Fall. Jetzt haben wir einen neuen Fall. Riddle on the Rails. Dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Fall von Sherlock Holmes. Danke fürs Zuschauen. Ciao.